Herzlich willkommen bei triathlonszene.de. Willkommen zu unserem Triathlon-Stammtisch mit absoluter Spitzenbesetzung. Patrick Lange ist da, Dritter geworden, sensationell, auch mit Laufbestzeit, den Rekord von Mark Allen. Ja, man kann es vielleicht nicht sagen pulverisiert, es klingt so, als wäre es eine Stunde schneller, aber ihn immerhin eingestellt, nach 300 Jahren gefühlt. Ich glaube, 1989 hat er den gemacht. Danke, dass du da bist. Fares, das muss ich mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, es hieße Eul nach Kona tragen. Das Hawaii-Sieger 2005, glaube 8 Ironman-Rennen gewonnen oder sowas, auf jeden Fall eine deutsche Triathlon-Legende. Auch danke an dich, dass du es geschafft hast, hast einen weiten Weg hierher. Ja, wo steigen wir ein in das Gespräch? Was mich sehr interessiert hat, das war der Zieleinlauf von dir. Man hat ja dich sehr lange, die Kameras haben dich sehr lange gehabt, schon vor dem Zieleinlauf. Die Kameras haben gewusst, da ist ein ganz schneller Mann im Rennen unterwegs. Und oft ist ja so, dass was so von hinten kommt, jetzt gerade so Timo Bracht-Effekt und so, war dann oft gar nicht zu sehen. Man hatte nur gesehen, die Kamera von oben durch diesen Baum durch und dann sieht man, da huscht einer durch, ah, das war der Timo. Du warst viel im, also ohne das jetzt respektlos dem Timo gegenüber zu machen, du warst viel im Bild, wir haben da mitgefiebert. Das Tollste war dann aber der Zieleinlauf. Du warst total emotional überwältigt. Da sind Tränen geflossen, du warst völlig am Arsch, irgendwie so nervlich. Und so. Wie war denn das für dich? Ja, witzigerweise habe ich einen Fares mal zu seinem Zieleinlauf 2005 befragt. Und da hat er mir gesagt, dass er das gar nicht mehr so richtig sich erinnern kann. Und da habe ich mir gedacht, so, wie geht das? Wie kann man sowas vergessen? Und witzigerweise ist jetzt von dem Zieleinlauf gar nicht mehr so viel im Kopf. Also ich sehe auch die Bilder und das ist, ich weiß, dass es sehr, 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 sehr emotional war und ich mich total gefreut habe. Aber woran liegt das, dass man das so vergisst? Ich habe keine Ahnung. Ist man mal das so fertig? Müsste man psychologisch mal untersuchen. Also ich weiß es wirklich nicht. Ja, vielleicht. Ja, die Speicher sind am Ende und ich habe keinen Plan. Aber es ist tatsächlich so, dass ich jetzt sage, so, der Moment selber ist nicht mehr da. Ich weiß nur noch, dass es pure Freude war. Es war pure Freude und du hast sie auch ausgedrückt und das ist ja das, wo dann auch die Kameras sofort verliebt sind, ne? Und dann halten drauf und es war wirklich absolut genial. Das hat man auch immer wieder auch gesehen, gibt es auf YouTube und so weiter. Die Medien mögen sowas, hast du das auch festgestellt, dass du dann auch einfach viel gefragt wurdest, angesprochen, interviewt, auch vielleicht wegen dieser rührenden Angelegenheit? Nee, eher nicht. Also ich sag mal, das war, glaube ich, eher so dieser Überraschungseffekt. Da kommt jemand, den hat eigentlich keiner auf der Rechnung und wird dann plötzlich Dritter beim wichtigsten Rennen der Welt. Es kommt immer mal in so einer Frage vor, aber ich glaube nicht, dass das jetzt der Hauptausschlag dem Grund war. Nein, nee, natürlich, deine Leistung erstmal wichtiger. Wenn ich aber so die Nachrichten auf meiner Fanseite so sehe, dann muss ich schon sagen, dass man merkt oder ich merke, wenn ich so das durchlese, dass das wirklich das ist, was hängen geblieben ist. Und das, was wo auch viele Leute sagen, dass das braucht der Sport und das hat so ein bisschen gefehlt und es wird vermisst. Es wird vor allen Dingen von den Siegern wurde es etwas vermisst. Und das freut mich natürlich zu lesen. Und schön, dass du derjenige bist, der auch diese Rolle dort ausfüllt. Also man kriegt ja schnell so Rollen zugewiesen. Ich glaube, der Fares kennt es auch ganz gut. Wir haben gerade eben drüber gesprochen, also in unserer kleinen Zwischengeplänkel. Norman Stadler, Fares Al-Sultan, haben die Medien auch so ein bisschen polarisiert. Norman war immer so ein bisschen der Ehrgeizling, jetzt von dem, wie die Medien ihn dargestellt haben. Und du warst so der Mr. Locker. Kein Interview, ohne dass man dich zu Taco Bell oder Burger King was gefragt hat. Du kennst es ja, wie man auch dann emotional irgendwie dann hingestellt wird so. Ja, natürlich. Auf der anderen Seite, ich habe jetzt da nie irgendwie eine Rolle spielen müssen oder so, sondern das war halt einfach so. Natürlich wird es immer ein bisschen übertrieben in die eine oder andere Richtung, einfach um dem Ganzen mehr Schärfe zu geben. Und ich war ja auch nicht nur bei Burger King und bei Taco Bell beim Essen, also das wäre ja auch spannend. Aber wie gesagt, letzten Endes habe ich mich da nie verstellen müssen und ich war wirklich relativ locker. Du hast ja das Rennen gesehen von Patrick? Und hast, denke ich, da mal auch mitgefiebert. Wie ist es für dich gewesen, als du gesehen hast, wie der abgeht? Ja, es war natürlich sehr, sehr spannend. Zuerst natürlich Schwimmausstieg, da war er nicht ganz vorne, dann so, oh, was ist da wohl passiert? Aber dann war er mit dabei und dann hast du ewig lang nichts gehört, ja, weil es war dann auch schwieriger, wenn du relativ weit hinten bist, dann hört man nicht viel von dir. Und dann Zeitstrafe. Und das war natürlich dann so ein Schreckmoment. Das ist psychologisch natürlich schon ein harter Schlag für jemanden, der zum ersten Mal nach Kona geht und dann sitzt er im Penalty-Zelt und sitzt seine 5 Minuten ab.
Da habe ich mir dann schon gedacht, hoffentlich, da backt er das und fängt jetzt nicht an zu verzweifeln und zu weinen. Da habe ich mir auch gleich gedacht, es ist bestimmt super gut, dass der Van Lierde, der McMahon und der Andy Rehlert auch im Zelt sitzen und auch Zeitstrafe haben. Und dann hat man auch wieder von Patrick eigentlich nicht mehr viel gehört. Ja, und dann habe ich gesehen, dass er irgendwann mal anfängt zu laufen. Und dann der erste sozusagen Fingerzeig war ja dann Zwischenzeit oben an der Palani Road auf einmal Platz 9. So, aha. Und die letzten Kilometer schneller gelaufen als Sebi und Frodo. Und dann habe ich natürlich auch an den Splits gesehen, dass er die ersten 7 Kilometer gar nicht schneller gelaufen ist als die 2 anderen Jungs, aber dann. Und dann habe ich mir gedacht, da wird sich noch was tun. Und das war natürlich dann super schön anzusehen, wie der dann einfach überhaupt nicht langsamer geworden ist, nie eingegangen ist und so. Und dann natürlich Dritter zu werden, war einfach mehr, als ich ihm je zugetraut hätte. Also, dass er gut laufen kann, haben wir gewusst. Das siehst du schon anhand der Ergebnisse. Aber so schnell, das ist natürlich, ist auch für mich als sein Trainer nicht erklärbar. Wir kommen noch zu der Vorgeschichte, wie du überhaupt an den Start gekommen bist. Ja? Ich meine, da ist ja schon viel passiert, bis man da an der Startleine paddelt oder halt an dieser virtuellen Begrenzung da, wo diese Typen mit dem Paddelboot sich da einem in den Weg stellen. Da kommen wir noch drauf. Nimm mal in den Marathonlauf rein. Ja? Das ist ja, was jeder Triathlet weiß, auch so ein bisschen eine Wundertüte. Du steigst vom Rad und du kannst echt verdammt miese Beine haben. Oder es geht gerade so, da sind ja alle Schattierungen drin. Wie war das für dich? Du steigst vom Rad und hast das Gefühl, Alter, da geht was. Oder wie war das? Nee, das war eigentlich gar nicht so, so super locker und flockig. Ich musste schon auch hart dafür arbeiten, um mich erstmal in diese Position zu bringen, wo ich dann vom Rad gestiegen bin. Meine Beine waren eigentlich nicht so locker. Also ich hatte natürlich noch das Gefühl von Texas in den Beinen, wo ich wirklich vom Rad gestiegen bin und mir tatsächlich gedacht habe, wow, ja, also sind jetzt richtig gute Beine. So, da bin ich schon abgestiegen, habe mir eher gedacht, so, ob das jetzt so super toll wird, warten wir es mal ab. Ist das jetzt eine Situation, die so auf den ersten 3-5 Kilometern passiert ist? Sind wir gerade in diesem Bereich gedanklich vom Marathon? Nee, gedanklich bin ich jetzt gerade in der Wechselzone. Okay, alles klar. Mhm. Also abgestiegen und laufe barfuß durch die, das ist ja so der erste Impuls. Fühlt man sich eigentlich immer ein bisschen... Ja, natürlich, aber man hat ja einfach ein abgespeichert, wie es sich anfühlt, und da habe ich mich schon eher nicht so toll gefühlt. Okay, und dann ging's los. Die ersten Kilometer hast langsam deine Laufbeine gefunden. Ja, ich habe relativ schnell die Laufbeine gefunden. Ich glaube, der erste Kilometer war wieder so wie in Texas ungefähr so 3:35 oder so. Und ich hatte mich aber einfach nicht so gut gefühlt. Dann habe ich halt gesehen, okay, die Zeit ist super gut und du fühlst dich vielleicht jetzt noch nicht so gut. Brent McMahon ist dann auch wirklich, der ist losgeschossen, der, keine Ahnung, ist nochmal 10 Sekunden schneller gelaufen. Also ich weiß nicht, was er davor hatte. Müssen wir vielleicht den Zuschauern kurz erklären. Brent McMahon, ich glaube, 2-maliger Olympiateilnehmer auf der Kurzdistanz, und der kann schon rennen. Aber wenn du jetzt gerade diese Zahl hast fallen lassen, 3:35 auf den Kilometer, ich meine, das ist ja ein Tempo, das ja auch der schnellste Läufer, der du ja jetzt gerade bist, eigentlich nicht ins Ziel durchhält. Und warum macht man das trotzdem, dass die alle losrennen wie gesenkte Säue? Tja, das bringt wahrscheinlich einfach so das Rennadrenalin mit sich. Weiß ich auch nicht, warum das so ist. Und war das früher auch schon so, Faris? Ich persönlich brauche das vielleicht für die Motorik. Also ich bin halt jemand, der auch von dem Flow und von der Motorik halt viel, viel lebt, ja. Gut, also da ist natürlich so, der übliche Vorgang ist ja der, du kommst aus dem Wechselzelt raus, deine Beine sind jetzt erstmal nicht so doll und du musst erstmal so ein bisschen laufen, damit du dich wieder findest. Wenn du den ersten Kilometer schon in 3:35 laufen kannst, dann ist das natürlich sehr gut. Meistens ist es so, dass du nach 1 bis 3 Kilometern reinkommst und dann läufst du wirklich schnell. Und durch die Bank ist es eigentlich so, dass deine Laufzeiten nach unten gehen, was ja auch völlig normal ist und richtig. Kein Mensch kann sozusagen konstant laufen, wie man das ja dann sollte, ja, in der Theorie praktisch. Der Witz ist der, dass die Jungs, die halt gut laufen, bei denen ist der Abfall sehr gering zwischen dem ersten Kilometer und dem letzten. Und ich meine, der Patrick ist in 3,50er Schnitt gelaufen, da kann man sich überlegen, da ist der Abfall also einfach ganz, ganz niedrig. Wer schon mal im Ironman richtig hochgegangen ist, der weiß, der ist unter Umständen mit einem 4er Schnitt angelaufen und dann mit 37 gehend da Richtung Ziellinie. So soll es natürlich nicht sein.
Okay, ja, aber das ist ein wahres Wort, man kann auch platzen. Mhm. Du hast gemerkt, du hast gute Beine und wie ist das dann am Anfang? Denkt man sich jetzt so, jetzt lauf halt mal und denk nicht so viel und jetzt mach einfach mal und spul mal ein bisschen was ab? Oder ist man da gleich auf Plätzejagd? Hast du da gleich, du bist als 9. auf die Laufstrecke, ist das richtig? Nee, als 23. 23., okay, ja. Dann ist man natürlich jetzt so, macht das einen Unterschied für dich, ob man jetzt 23. ist oder 15. oder so? Oder ab wann zieht einen das, dass man denkt, komm, noch einen und noch einen? Boah, gute Frage. Eigentlich hat es mich jetzt, also ich habe mich eigentlich gar nicht so an den Platzierungen festgehalten, sondern ich wollte einfach nur noch mein Rennen machen. Und ich habe dann auch gehört, 23. Platz, und habe mir noch gedacht, puh, das ist aber ganz schön weit hinten. Also ich hatte so ein bisschen mit einer besseren Platzierung gehofft. Und ja, dann habe ich mich halt eins nach dem anderen vorgearbeitet. Dann denkt man zuerst an die Top 20, dann denkt man an die Top 15, dann schaut man am Wendepunkt, wie die Jungs so aussehen, die einem entgegenkommen. Und da habe ich jetzt vor allen Dingen den Michi Weiß im Kopf, wo ich mir gedacht habe, also okay, das dauert jetzt noch 2 Kilometer, dann müsstest du den eigentlich haben, wenn alles normal läuft. Und ja, also... So hast du dich nach vorne gearbeitet. Genau. Und es ist ja oft so eine Kopfsache, dass man so eine Spannung und gleichzeitig so eine Leichtigkeit aufrechterhalten muss psychisch. Und das kann ja auch abstürzen. So, dann werden, das ist ja so eine Mischung, da werden die Beine schlecht, dann wird der Kopf schlecht, dann werden die Beine noch schlechter und dann schmiert man irgendwie so ab. Ne? Mhm. Und wie hast du das geschafft, da so in deiner Konzentration zu bleiben? Verstehst du, du bist ja da wirklich wie eine Maschine da durchgegangen und man hat das Gefühl gehabt, der wird überhaupt nicht schwächer und langsamer. Weißt du, was ich wissen will? Ja, ja. So, was hat dich da so stark gemacht im Kopf? Naja, also bei mir ist es dann eher so rum, dass ich sozusagen mir ein gewisses Tempo vornehme, was vielleicht etwas langsamer angesetzt ist, als ich dann in Realität laufe. Das heißt, jetzt mal als Beispiel, ich würde mir vornehmen, einen Viererschnitt durchzulaufen und sehe dann aber, dass ich 3,55 laufe. Dann habe ich im Kopf sozusagen so einen kleinen Puffer, den ich mir sozusagen gönne. Dann denke ich mir halt beim nächsten Kilometer, kannst du ja nochmal ruhiger laufen. Und wenn ich das Gefühl richtig habe sozusagen, wenn ich mich gut fühle, dann laufe ich sozusagen gefühlt langsamer, aber in Realität irgendwie schneller. Das hört sich vielleicht komisch an, aber ich schaue dann auf die Uhr und das ist dann wieder 3,55 oder vielleicht sogar 3,50. Und ich denke mir dann aber so, hey, boah, geil, du fühlst dich gut. Und dann steigere ich mich so eher in dieses, es wird immer geiler rein. Ne? Also ich bin dann irgendwann wie in so einem Rausch, wenn ich dann wirklich sehe, okay, beim Halbmarathon bist du, keine Ahnung, Minute, 2 Minuten unter deiner eigentlichen Zielzeit. Das pusht mich richtig. Das klingt jetzt für mich noch gar nicht so viel. Du hast jetzt gesagt, also 1 bis 2 Minuten, 2 am Schluss dann mehr. Ich habe irgendwo gelesen, die Zielzeit wäre gewesen 2,50, bist ja 10 Minuten schneller gelaufen. Ja, die Zielzeit war tatsächlich 2,48 bis 2,50, die ich angegeben habe. Und sind wir mal ehrlich, das ist eine realistische Zeit. Ja? Für einen Hawaii-Rookie ist das tatsächlich wahrscheinlich auch eher eine Zeit, wo man am Anfang denkt, so, das ist aber hochgegriffen. Und ich habe auch nach dem Interview noch gesagt, so, du hast mich dazu verdonnert, irgendwie so eine Zeit rauszuhauen. Jetzt muss ich ja irgendwie das auch bringen. Aber ja, dass es dann wirklich so gut wird, das... Ja. Wir fragen gleich nochmal deinen Trainer, aber bevor wir das machen, Patrick, am Schluss ging es ja um ganz viel. Also du bist 3. geworden, aber der Rückstand auf Platz 2, immerhin von Sebastian Kienle, und das kann man jetzt, glaube ich, in diesem Stand seiner Karriere schon sagen, ist ein ganz großer auf dieser Strecke. Das wurde immer weniger. Wie viel war es am Schluss, was dir gefehlt hat? Irgendwie eine Minute noch was? 6 Sekunden oder 1,30? Ne? Ja. Und du warst ja wirklich im Vorwärtsgang, hattest noch Power, konntest durchziehen bis zum Schluss. Jetzt... Wenn es heißt Duell Sebastian gegen Jan Frodeno und so, weißt du, und das wird immer nur gesehen und alles, was daneben noch ist, das spielt schon keine Rolle mehr und zack, jetzt bist du derjenige vielleicht, der 2. wird. Das wäre doch nochmal, verstehst du, hast du das irgendwie auch schon so ein bisschen gesehen, dass das passieren könnte? Oder bin ich da schon zu sehr jetzt in meinem Fernsehsessel und sage, ja, jetzt haben wir das mal von außen analysiert. In dem Rennen ist vielleicht alles ganz anders. Nee, ich habe mich ja noch nicht mal auf 3 gesehen. Also ich habe mich ja in der Top 15 irgendwo gesehen und war da im Prinzip... Also ich habe natürlich weiter gepusht und klar, wenn er jetzt dann hochgegangen wäre, aber ich habe keine Zeiten gewusst. Also ich wusste nicht, ist er jetzt, ich habe ihn nicht gesehen,
wenn ich ihn gesehen hätte, dann wäre es vielleicht nochmal was anderes gewesen. Aber ist es nicht so, dass sie einem ständig zurufen? Das sind doch die ganzen Sportfreaks, oder? Die haben da ständig was zurufen. Doch, natürlich, du bekommst das schon zugerufen. Aber ich habe ja relativ spät erst auch auf den Ben Hoffman überholt, bin dann auf 3 gegangen. Und vorher war es wirklich alles nur auf diesen 3. Platz sozusagen fixiert. Weil, oder andersrum gesagt, am Anfang haben mir die Leute zugerufen, hey, wenn du so weiterläufst, dann kannst du noch in die Top 10 kommen. Dann kriegst du Zeiten von der Top 10 zugerufen. Dann merkt man, okay, der kann vielleicht noch in die Top 6 laufen. Dann kriegst du Zeiten auf die Top 6 zugerufen. Das heißt, die Leute konnten eigentlich gar nicht mir so schnell die Zeiten zurufen, wie ich nach vorne gelaufen bin. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und das war dann eigentlich der Grund, warum ich auch keine Zeiten. Das heißt also, wenn da einer ist, der ist auf Platz 7 und der rennt an dir vorbei, dann schreist du dem nicht zu, was ihm auf Platz 2 fehlt. Genau. Weil man nicht damit rechnet, dass ja irgendwie einer dann so weit irgendwie nach vorne sind. Genau. Faris, du hast das Rennen ja auch verfolgt. Wenn du deinen Athleten da verfolgst, du weißt, der ist jetzt im Energy Lab, ja. Was geht dir in dir vor? Wenn du an der Strecke stehen würdest, was würdest du ihm da vielleicht zurufen? Boah, da natürlich dann die Zeiten nach vorne. Also looking good kannst vergessen, weil damit kann kein Athlet was anfangen. Ja. Das ist schön, wenn die Fans das ihm zurufen, aber wenn du da Trainer bist, dann gibt es Zeiten. Und zwar kalt und möglichst realistisch, schnell serviert, fertig. Ja. Also nichts anderes. Und so Anfeuerung oder übertreib's nicht und diese Sorge? Oder gibt es dann nur noch, hast du nicht gedacht, der überzockt vielleicht auch und jetzt so in seinem jugendlichen Leichtsinn? Ja, das Interessante war ja, also wo ich insofern etwas beruhigt war, ist, er ist ja nicht ganz so hart angelaufen. Ja? Der ist ja langsamer angelaufen als Sebi und Frodo. Und wenn du dann im Energy Lab noch so rennen kannst, naja, was soll passieren? Ja? Also, dass du dann, es ist einfach unwahrscheinlich, dass du bis dahin abartig schnell läufst und dann tot umfällst. Also das ist einfach der unwahrscheinliche Fall. Wahrscheinlicher ist es, du wirst halt irgendwie langsamer und bist dann im Energy Lab schon kaputt oder so. Aber das hätte mich jetzt einfach gewundert. Vor allem, weil ich das ja psychologisch gut einschätzen kann. Der überholt da einen nach dem anderen, macht sein erstes Rennen auf Hawaii. Ja, der ist geflasht. Ja. Das ist, wenn er sich vernünftig ernährt, das ist natürlich auch immer die Grundvoraussetzung, dann passt es. Aber er hat ja auch ein gutes Rennen schon in Texas gemacht. Da ist er ja schon super gut gelaufen. Also bei mir klar, das ist jetzt eher unwahrscheinlich. Ja. Also es gab eher andere Sorgen, ja, wie gesagt, dass er beim Radfahren zu viel Zeit verliert oder nach der Zeitstrafe oder so. Aber das beim Laufen dann, wenn er wirklich so reinkommt, dass das dann nicht mehr funktioniert, das hätte mich also sehr gewundert eigentlich. Ja. Lass uns nachher gleich mal das Phänomen untersuchen, warum du so lange unter unserem Radar geflogen bist, jetzt über die Jahre hinweg. Ja? Also natürlich, deinen Namen hat man immer wieder, du bist ja auch mehrfacher deutscher Meister im Duathlon, ist das noch richtig, oder? Ja, klar. Ja? Und man weiß, dass du ganz schnell rennen kannst, das ist im Prinzip keine Überraschung, auch wenn es vielleicht in dem Ausmaß jetzt doch natürlich überraschend ist, muss man erstmal hinziehen an so ein Rennen, ja. Da kommen wir gleich drauf, aber damit wir das Radfahren nicht auslassen, lass uns mal kurz auf diese Zeitstrafe eingehen. Ja, ihr wart ja da eine kleine Gruppe da im Oktoberfestmäßig da im Zelt. André Rählert, Luc van Liert und so weiter. Aber was habt ihr falsch gemacht? Wie kamst du dazu? Tja, also erstmal muss man sagen, dass die Kampfrichter ziemlich hart waren. Ich will nicht sagen, dass meine Strafe jetzt unberechtigt war. Ich sag im Gegenteil, sondern es war halt mein Fehler. Ich habe gesagt, ich bei dem Rennen viel, viel lernen muss und einiges an Lehrgeld zahlen werde. In dem Fall war es halt einfach die Zeitstrafe, die mir so dann hoffentlich auch nicht wieder passiert. Und für was wurde die gegeben? Für Blocking. Die Situation war folgende. Wir waren natürlich in der Gruppe, wie schon jetzt oft angesprochen. Und an einer Stelle ist es einfach gerissen. Das war circa 3 Athleten vor mir. Ich glaube, es war der Nikolanos, der halt einfach ein Loch hat reißen lassen. Das habe ich mir leider zu wenig lang angeschaut einfach. Das heißt, er ist zurückgefallen. Ich habe gedacht, naja, fährt das noch zu? Und dann habe ich irgendwann dazu sozusagen entschieden, dass er anscheinend nicht mehr zufahren kann. Und dann wollte ich das Loch sozusagen schließen, bin vorbeigefahren an den anderen 3 Athleten. Und genau als ich auf Enecos Höhe war, hat er ja wahrscheinlich seine Verpflegung gerade beendet. Also das habe ich halt einfach von hinten nicht gesehen. Und hat er Gas gegeben, hat das Loch wieder geschlossen. Oder fast geschlossen. Und ich bin in den Raum reingefahren, weil ich auch ehrlich gesagt ziemlich hart arbeiten musste, um da vorzukommen. Das hatte ich auch ein bisschen unterschätzt. Und dann war ich einfach sozusagen zu nah dran und
dann kriegst du halt relativ schnell die Karte. Also diese Lücken, die du reinfährst, die muss groß genug sein, sonst darfst du nicht reinfahren. Genau. Was wäre denn das richtige Verhalten gewesen, dass du praktisch an allen vorbeifährst, genau, bis du dann nachher ganz vorne bist und dann kannst du ja eigentlich aufhören. Oder halt, genau. Also ich hätte halt ganz nach vorne fahren müssen, da waren aber noch 10 andere oder 12 andere Jungs. Und natürlich, klar, wenn dann jemand auf eine 15 Meter Abstand fährt, dann könnte ich theoretisch in den Raum reinfahren, aber den habe ich nicht gesehen und tja, jetzt war blöd und... Was heißt blöd? Das kann passieren, aber ist das eine Sache, die vielleicht auch, also wir wollen es jetzt keinem unterstellen, aber wäre es nicht möglich, sowas auch aktiv einzusetzen, dass man Mitstreiter los wird? Weißt du, ich lasse dann keine Lücke, dann gucke ich, jetzt überholt er, dann fahre ich wieder ein bisschen vor und dann kriegt er eine... Oder er muss halt ganz nach vorne, man kann sich da auch doch gegenseitig dann irgendwie einen Stein in den Garten werfen. Ja, das könnte man so machen. Aber ich glaube, da bist du so sehr mit dir selbst beschäftigt, das würde ich jetzt keinem Athleten unterstellen, ja, dass er das über so eine Methode dann versucht. Also das ist ja dann auch, du musst dich ja wirklich konzentrieren als Athlet, weil in dem Moment nämlich, also theoretisch ist es ja auch so, wenn der vor dir ist, dann musst du dich zurückfallen lassen. Also das ist gar nicht so einfach. Und es ist einfach, weil die Gruppe halt einfach groß ist. Mhm. Das macht das Problem. Ja. Okay, haben wir das geklärt? Den Marathon haben wir besprochen, vielleicht kommen wir nochmal drauf zurück. Wir haben ja von den Zuschauern eingangs uns gleich die Erlaubnis geholt, dass wir ein bisschen springen dürfen in den ganzen Themen. Ja. Je nachdem, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen und da sehe ich auch schon welche. Die beziehen sich jetzt hier gleich mal aufs Training. Ich nehme mal ein paar Fragen dran und dann wollen wir auch deine Karriere ein bisschen näher kennenlernen. Passt mal auf, wo ist mein Mäuslein? Hier. So. Also, liebe Zuschauer, ihr dürft gerne in die Tasten hauen, ein paar Fragen und achtet auf korrekte Rechtschreibung, Punkt, Komma. Wir sind hier im Lehrfernsehen und da soll es nicht so eine Lotterei werden. Lehmann schreibt aus Spremberg nochmal, das Interview in der Hessenschau am Flughafen war eine klare Kampfansage an Frodo und die Hawaii-Krone, den Hawaii-Kranz. Vielleicht spielt er darauf an, dass wenn man mal diese 5 Minuten Zeitstrafe rausrechnet, ja, was man natürlich vielleicht nicht so 1:1 machen darf, genau, aber dann wärst du Hawaii-Sieger. Ja, wäre schön, aber das, wie gesagt, ich sage immer, das gebührt der Respekt, dass ich eben darüber mir keine Gedanken mache, sondern eben eher darüber nachdenke, wie kann ich das nächstes Jahr besser machen. Aber kannst du überhaupt noch schlafen nachts? Ich meine, weißt du, wenn du jetzt weißt, Aber was soll ich denn machen? Also wenn du weißt, du gehörst zu denen, die das Rennen gewinnen können. Und was dann gewinnt, ist eine andere Frage. Aber das muss einem erstmal liegen. Man muss den Körper dafür haben. Und sie sagen, du weißt jetzt, du gehörst zu denen, wo das klappen kann. Hm. Und nicht in 10 Jahren und so, sondern das muss man irgendwann das Eisen schmieden, wenn es heiß ist. Vielleicht nächstes Jahr. Verstehst du das? Meine ich, kannst du überhaupt noch pennen jetzt? Oder denkst du, gib mir ein Fahrrad und lass mich laufen? Nee, ich habe da ja auch zum Glück ganz gute Ratschläge an meiner Seite, die mich da auch ein bisschen drosseln und ich kann schon noch gut schlafen und ich freue mich einfach auf das, was jetzt kommt. Also ich denke einfach, wir haben da jetzt eine Chance und die werden wir versuchen zu nutzen und wie weit mich das dann trägt, werden wir sehen, aber ich bin da recht entspannt. Ich wäre es nicht, ich wäre fix und fertig. Ich hätte wahrscheinlich jetzt so kleine Pupillen und fangen wir mal, was die Zuschauer noch sagen. Der nächste ist Phil aus Viernheim. Schöne Grüße, Phil. Grüße nach Viernheim und danke mal wieder fürs Mitmachen. Venom. Das ist ja deine Heimat, meine Hood, oder? Ja, sozusagen. Fares, wie viele taktische Optionen und Konstellationen besprichst du mit Patrick? Beziehen sich solche Ansagen auf andere Athleten, also mögliche direkte Konkurrenz? Und noch Ed Patrick, geiler Scheiß, schreibt Phil aus Viernheim. Ja, redet ihr über Taktiken? Naja, gut. Also, du warst ja selber eigentlich nicht einer, der immer so auf die anderen geachtet hat. Nein, aber du machst da natürlich Gedanken. Du musst ja im Kopf haben, wenn ein Rennen passiert, also wie wird es ablaufen? Wie möchte ich, dass es abläuft? Wie kann ich das Rennen gewinnen? Wie werden andere versuchen, das Rennen zu gewinnen? Beim Patrick sind die taktischen Optionen relativ einfach. Er schwimmt gut, kommt vorne mit raus. Er fährt nicht ganz so stark Fahrrad. Das heißt, er muss sich irgendwo klein machen, der kann keine Attacke reiten, wie jetzt ein Sebi. Und das heißt, du machst da mit und dann packst du den Laufhammer aus. Also darüber brauchen wir keine große taktische Besprechung. Genau, so einfach ist es. Anders geht das nicht. Wenn ich andere Athleten trainiere oder andere Athleten haben andere Optionen. Ja? Jemand, der einfach sehr, sehr gut Rad fährt, der kann natürlich dann was anderes machen. Aber insofern ist es relativ einfach. Und es ist ja auch klar, du kannst, also das Schwierige ist dann einzuschätzen, wo du dann beim Radfahren selber aktiv werden musst und wo du einfach in der Gruppe
schlicht und ergreifend bleibst. Und man muss ja auch Realist sein. Ja? Das hat jetzt auch nichts mit irgendwie, ja, ich fahre jetzt Windschatten und ich mache es mir jetzt einfach oder sonst was zu tun, sondern so ist es einfach. Ja? Das ist, so sieht unser Sport aus. Und das kannst du machen, das kannst du nicht machen. Und wie sind deine Chancen am größten, ein Rennen zu gewinnen? Aber das ist beim Patrick, wie gesagt, relativ einfach. Dann wird es aber billiger, oder? Man muss ja weniger zahlen, wenn das ein einfacher Fall ist. Oder? Nicht so eine komplexe Knobelaufgabe wie beim Sebi. Naja, gut, es geht natürlich darum, dass man dann von der Physis her natürlich in dem Zustand ist am Wettkampf, dass man dann auch das alles abrufen kann. Dass du am Rad eben nicht zu weit hinten bist, gut schwimmst, vorne mit dabei bist und dann eben diesen Laufhammer hast. Weil mir haben ja auch schon viele Leute gesagt, ah, Fares, das hast du toll gemacht, wie du den Patrick trainiert hast, dass der so schnell läuft. Und denen muss ich dann immer sagen, ich weiß auch nicht, wie er so schnell gelaufen ist, obwohl ich ihn trainiere. Aber du hast dein Potenzial erkannt? Ich bin eigentlich derjenige, der dem Patrick immer erklärt hat, erstens, du bist kein Talent. Ja, das hat er mir sehr übel genommen, fand er gar nicht witzig. Und ihn immer darüber aufgeklärt habe, wo seine Beschränkungen liegen, sportlicherseits. Ich habe auch nicht gedacht, dass er Dritter werden kann. Ich habe eigentlich gedacht, wenn wir ein gutes Rennen haben, dann geht er mal ein fünfter Platz. Ich habe aber auch, natürlich habe ich Potenzial gesehen. Das ist ja einfach klar. Schwimmt gut, läuft gut. Wobei man auch da wiederum sagen muss, die Unterdistanzleistungen von Patrick und die Trainingsergebnisse sind nicht abartig. Also da ist nichts dabei, wo man sagt, oh mein Gott, das war jetzt alles ein Muss, dass das so passiert. Auch vom Trainingsumfang sind wir da noch keineswegs irgendwie am Ende oder das ist alles noch relativ überschaubar, das muss man wirklich sagen. Es gibt aber ein paar Faktoren, die für ihn sprechen und das habe ich natürlich auch gesehen, wie es gehen kann. Und dieses Jahr, muss man ehrlicherweise sagen, hat er natürlich die Erwartungen bei weitem übertroffen. Patrick, als Fares dir gesagt hast, du bist kein Talent, wovon hat er da gesprochen und hast du verstanden, was er meint? Ich habe, also wir haben es ausdiskutiert, es war in einem Trainingslager auf dem Rad, ich kann mich da noch relativ genau dran erinnern. Das Problem ist, glaube ich, in dieser Aussage oder das Problem, was ich mit dieser Aussage hatte, ist, dass ich in meiner Karriere, sage ich jetzt einfach mal, damit aufgewachsen bin, dass ich ganz viele Trainer hatte, die gesagt haben, boah, du hast so ein Megatalent, du kannst alle Rennen gewinnen und Chaka, du bist echt richtig gut. Und Fares war eigentlich dann der Erste, der gesagt hat, ja, nee, du hast eigentlich kein Talent. Und dann war das wirklich so, aber was hat er damit jetzt gemeint? Haut dir jemand einfach so... Kein Talent kann er nicht sein, da wirst du nicht deutscher Meister. Das hat er auch eingeschränkt. Ist es dann so ganz oben gemessen, so an dem, was die Profis da alle haben, oder was hat er gemeint? Es geht darum, wo liegen Stärken und Schwächen. Und wenn man sich halt einfach mal jetzt die körperlichen Voraussetzungen zum Beispiel anschaut, ich bin jetzt nicht der Größte, ich habe nicht die großen Hebel fürs Radfahren zum Beispiel. Das heißt, ich habe einfach Limitierungen, die sozusagen mich beim Radfahren etwas, ja, einfach hindern. Also ich werde jetzt nie die Frodo-Hebel haben, ich werde nie das wattmäßig auf die Kette bringen, was der Sebi bringt. Einfach, weil Pantani hat auch die Hebel nicht und macht sie beide nass. Gut, der hat vielleicht auch andere Sachen noch an Bord gehabt. Von daher hat mich das, glaube ich, einfach auch so ein bisschen, ein bisschen runtergeholt und mich dazu bewogen, mich auf die Schwächen sozusagen zu konzentrieren, die abzuarbeiten. Und das war, glaube ich, ein Schlüssel. Oder wie hast du das gemeint? Also so habe ich es verstanden. Ja, nein, es ist klar, dass andere Athleten einfach teilweise deutlich bessere Voraussetzungen auch anhaben, was den Bewegungsablauf und das Bewegungsspektrum angeht. Insbesondere natürlich am Rad. Patrick hat es ja schon gesagt, ein Radpresser wird er nie werden. Ja. Da kann man einfach nicht zaubern. Ne? Patrick hat Wettkampfgewicht von so 63 Kilo. Der kann nie mit einem mithalten, der halt 73 oder 75 Kilo wiegt und einfach ganz andere Voraussetzungen hat. Und da muss man eben damit arbeiten und das Beste versuchen, daraus zu machen. Auch beim Schwimmen ist es einfach so, dass, wenn man dem Patrick beim Schwimmen zuschaut, es schaut nicht besonders elegant aus, ist schnell, ja, ist auch gut, aber diese unglaubliche Geschwindigkeit und diesen tollen Bewegungsablauf und so, den haben wir da einfach nicht, ne? Sondern wir sind da irgendwo hier beschränkt. Ne?
Und da gibt es andere Athleten, die können mit ganz anderen Sachen aufwarten. Aber im Triathlon kommst du ja sehr weit auch mit anderen Dingen, ja, mit harter Arbeit, intelligentem Training, guter Struktur. Und wenn du natürlich als Athlet eine Trainingserfüllung wenn du als Athlet eine Trainingserfüllung von 95% hast, dann ist es natürlich, das spricht natürlich für dich. Ja. Ist das, was du sagen wolltest, dass du Patrick sagen wolltest, du musst mehr arbeiten? Wir haben gar nicht, also da muss ich auch ganz klar sagen, der Trainingsumfang ist eigentlich sehr, sehr überschaubar. Ja? Also wir haben es, glaube ich, noch nicht ganz zusammengerechnet, aber ich denke, wir werden so einen Kilometerschnitt beim Laufen zum Beispiel haben von vielleicht 65 in der Woche. Ja? Also da ist noch gar nicht viel passiert. Ich wollte dich sowieso aus meinen Facebook-Freunden rauslöschen, als ich mit den 63 Kilo gehört habe. Ja, jetzt ja aber ich bin ja auch nur 1,76 groß, von daher muss man auch ein bisschen relativieren, ne? Ein Kilo sind 400 Gramm. Und ich rechne das nachher aus. Aber ich habe auch wirklich zugenommen, muss man sagen. Das war auch ein Problem, was ich noch in den letzten Saisons hatte, dass ich dann teilweise ein Renngewicht hatte, was um die 58 Kilo halt lag. Und da hat mir einfach die Substanz gefehlt. Und das habe ich ja auch schon nach Texas angesprochen, dass wir da einfach ernährungstechnisch viel gedreht haben, dass ich eben aus dem Winter rausgegangen bin mit 66 Kilo. Und ich einfach... ja, einfach mich besser gefühlt habe, dass ich nicht krank geworden bin, dass ich mein Training umsetzen konnte, dass ich andere Reize hatte. Das waren so dann die Dinger. Ja. Okay, wir sind wieder Freunde. Dann lass uns noch kurz ein paar Zuschauerkommentare reinnehmen. Dankeschön fürs Mitmachen. Und als nächstes von euch hören wir was von Joltmann aus Hamburg. Und schöne Grüße in den Norden. Patrick, schreibt er, seit wie, das soll wohl heißen, seit wann, bist du zum Triathlon gekommen und seit wann bist du auf der Langdistanz unterwegs? Also, ja, Triathlon, ich glaube, es soll heißen so, na egal. Also, wie bin ich zum Triathlon gekommen? Ich bin früher Mountainbike-Rennen gefahren und habe mich dann ganz bös auf die Fresse gelegt. Kann man ja sagen, ja. Und dann habe ich den Martin Zürch kennengelernt, der mich, der dann sozusagen gesagt hat, jetzt gebe ich dir mal einen Triathlon-Trainingsplan, du läufst doch auch. Ich bin ja im Winter immer Crossläufe gelaufen, war da auch relativ erfolgreich, ein nordhessischer Meister im Crosslauf und so weiter. Und er hat dann angefangen mit mir zu schwimmen und dann mich in den Kader hochtrainiert und ja, so kam ich zum Triathlon recht spät. So mit 16, 17 habe ich Triathlon angefangen. Und das war dann auch der Grund, warum ich so eigentlich nie so richtig den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft habe. Das war ursprünglich mal mein Ziel, weil einfach das Schwimmen zu schlecht war. Seit wann mache ich Langdistanz? Das ist seit diesem Jahr. Also Texas gemacht? Texas gemacht im Mai. Das wurde ein bisschen verkürzt. Was war da los? Genau. Da gab es Überschwemmung. Den hat also wirklich einen Großteil der Radstrecke einfach weggespült. Und da hatten die wirklich bis eine Woche vor dem Rennen stand dieses komplette Rennen, was ja dann die nordamerikanische Meisterschaft auch dargestellt hat, einfach voll auf der Kippe. Und so konnten sie den Radkurs mit 155 Kilometern halt gerade so durchwursteln. Wir hatten, glaube ich, über 90 Grad Kurven in diesem Rennen. Also ganz untypisch auch für amerikanische Rennen. War wirklich also sehr, sehr kurvig. Und das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich natürlich gefragt habe, wie verhält sich das bei einem 180 Kilometer Radrennen, wo es eigentlich nur geradeaus geht, eine Kurve und dann wieder zurück. Ne, das hat dann nur auch Fragezeichen aufgeworfen. Fares ist ja auch ein Experte für Schlechtwetterrennen. Du wirst zwar als Wüstenfuchs manchmal bezeichnet, aber eigentlich hast du einen großen Sieg eingefahren hier in Frankfurt. Wann war das? 2011? Ja. Bei 13 Grad Dauerregen, du in der Badebuchse. Ja, nee, fand ich ein großes Rennen übrigens. Ja, also das ist auch sicherlich eins der Rennen, das mich am meisten bewegt hat, wenn nicht das Rennen. Ja. Und ja, klar. Also da habe ich einen Teil, ich sage immer, ich habe einen Teil meiner Seele hier am Main gelassen. Fällt mir gerade ein. Wir waren ja bei deiner Karriere und du hast erzählt, du warst letztendlich als Talent, bist du entdeckt worden von Martin Zürich beim Mountainbiken, hast dann ja auch diese Leistungen bestätigen können, bist in Nationalkader gekommen. Nee, eben nicht. Also Hessenkader. Aber letztendlich warst du jetzt,
national noch keine Größe, aber auf jeden Fall mal hier in landesmäßig, ne? Ja, wir hatten halt einen relativ starken Jahrgang, muss man sagen. Also 86er Jahrgang, da waren damals wirklich auf der Kurzdistanz, das war so die Hoffnung, dass da die goldene Generation ranwächst. Mit Nils Frommholl zum Beispiel, Sebastian Rang, Jonathan Zipf, Gregor Buchholz, da waren so viele Jungs in meinem Alter, die da sich um die Nationalmannschaftsplätze gekämpft haben. Also das ging erstmal für dich immer bergauf und du hast da auch für dich eine Perspektive gesehen, wahrscheinlich, was du mit deinem Leben anfängst, dass das erstmal ein Weg sein könnte. Und dann hat das Ganze irgendwie einen kleinen Knick bekommen und kannst du uns beschreiben, wie das weiter sich entwickelt hat? Naja, irgendwann denkt man sich ja mal, weißt du, Entschuldigung, ich kann immer noch ich will darauf hinaus, dass warum bist du mit so einem Paukenschlag jetzt auf der Bühne? Für dich ist es ja wahrscheinlich eine kontinuierliche Entwicklung, aber in unserer Wahrnehmung bist du einmal zack da und ich würde gern verstehen, was haben wir da übersehen? Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Naja, ich habe ja irgendwann auch mal angefangen mit der Berufsausbildung. Ich bin ja Physiotherapeut gelernt und ich habe auch im Physiotherapeutenjob jetzt 2,5 Jahre gearbeitet. Und ich glaube, das war mitten ein limitierender Faktor auch irgendwo. Und mir hat einfach schlichtweg auch so ein bisschen der Mut gefehlt, zu sagen jetzt, also ich wollte schon immer Langdistanz machen, aber mir hat so der Mut gefehlt, dann wirklich den Schritt zu wagen und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt aus, weil ich durch Ausbildung, Beruf, ich war bei der Bundeswehr, mir hat einfach die Zeit gefehlt, mich wirklich fokussiert auf das Training, was eine Langdistanz einfach braucht, vorzubereiten. Aber andere haben ja auch erstmal ihren Beruf an den Nagel gehängt oder gar keinen ergriffen und gleich auf die Karte Profi-Triathlon gesetzt. Warum du nicht? Was ist da dazwischen gekommen? Naja, das hat sicherlich auch finanzielle Gründe. Also ich bin, seitdem ich 18 Jahre alt bin, eigentlich auf mich alleine gestellt und habe mir sozusagen alles selber aufbauen müssen. Das Leben ist nicht billig und ich musste einfach irgendwie auch das Geld ranbringen. Darf ich fragen, wieso? Also liegt es daran, dass deine Eltern dich nicht unterstützen konnten oder hat es einen anderen Grund? Nö, das ist halt, das ist einfach, mein Vater war Fahrlehrer und da ging jetzt einfach nicht so groß viel was. Okay, verstehe ich, dass du dann nicht den ganzen Winter auf Teneriffa im Hotel wohnen kannst. Genau, und ne, also klar, okay, kann man einsehen, ja. Genau. Ja, okay, das heißt also, du hast praktisch jetzt diesen Selbsterhaltungszwang mal gehabt, ne, dass du praktisch deine Brötchen verdienen musst und Triathlon kommt dann erstmal danach. Ja, natürlich auch so ein Stück weit dieses deutsche Sicherheitsdenken. Ne? Also ich wollte mich da jetzt ungern in irgendwelche Experimente begeben und die Entscheidung ist mir dann letzten Endes dadurch abgenommen worden, dass halt Ibracom gesagt hat, ja komm, wir geben dir jetzt mal einen 3-Jahres-Vertrag und das kam genau zu einer Zeit, wo ich gar keine Sponsoren mehr hatte, nämlich Ende letzten Jahres. Ibracom, das ist hier auf dem Trikot, was machen die? Genau, das ist ein Logistikunternehmen und denen habe ich zu verdanken sozusagen, dass auch im Kopf ein Schalter umgelegt wurde, wo ich dann eben sozusagen auch mit Fares an meiner Seite eben auch, also A, gemerkt habe, Fares-Training kannst du nicht als halbtags Physiotherapeut durchziehen, da gehst du kaputt. Und dann eben einfach der Mut sozusagen zu sagen, ja, okay, das ist zwar nur eine Grundabdeckung, aber du versuchst es jetzt einfach mal. Und ja, das ist der Plan, ist stand jetzt erstmal ganz gut. Das heißt, du bist jetzt erstmal Vollprofi, wie planst du so für deine Zukunft? Na, ich denke, ich habe jetzt noch ein paar Jahre vor allen Dingen im Langstreckenbereich vor mir. Ich habe von den Trainingsumfängen her, wie es Fares schon gesagt hat, sicherlich noch Potenzial nach oben. Von daher, von der Verletzungsanfälligkeit her sollte es auch alles passen. Und jetzt plane ich sozusagen den Großangriff auf die Langdistanz. Fares, du bist ja auch, naja, wenn man jetzt mal nur Hawaii sieht, ne? Auch mit einem Paukenschlag erschienen. Du bist dann Zweiter geworden, ich glaube Zweiter, Erster, Dritter, war das so? Na, ich hab mich schon eher langsam hingearbeitet, aber ich bin ja auch vom Altersklassenathleten in das Ganze reingekommen. Ich habe 96 Jahre angefangen mit Triathlon, da war ich 18, also relativ spät, vorher ein bisschen geschwommen. 99 dann erste 97 dann erste Langdistanz auf Lanzarote und 99 war ich zum ersten Mal als Altersklassenathlet auf Hawaii. Und eigentlich so mein Gesellenstück, wenn man so will, das war dann 2000, da der Sieg in Kulmbach auf der Langdistanz. Ja, und dann habe ich mich so peu à peu hochgearbeitet in Hawaii. Im ersten Mal war ich 54., dann war ich irgendwie 27., dann war ich 7., dann 3., dann 1., dann wieder 3.
Und dann habe ich ja noch ein paar Zehnteplätze halt geholt. Und das war so die Entwicklung. Ja. Also auch ganz schön nach oben und dann wieder nach unten. Und noch andere Rennen, große Rennen auch gewonnen. Ne, ja, in den Tischfall. Also ich habe eine schöne Karriere gehabt. Bei mir war halt viel, ich habe halt sehr viel ausprobiert und ich habe natürlich nie gearbeitet. Also ich bin aus der Schule raus, war bei der Bundeswehr, meine Pflichtmitgliedschaft da und dann war ich in der Uni und dann war ich irgendwann Vollprofi. Das war meine Entwicklung. Ich habe deswegen nochmal nach deiner Karriere gefragt. Ich dachte eigentlich, dass du da schneller aufs Podium gesprungen bist. Ja? Ich frage es deswegen, weil jetzt, wenn es jemand so macht wie der Patrick, ne, der da auf einmal so aus unserer Wahrnehmung so zack auftaucht, das hat ja auch Gefahren. Wenn du jetzt in die Zukunft denkst, so in die kommende Saison, manchmal ist ja so ein tolles Ding auch irgendwie eine Last, die man mit sich rumschleppt. Vor was würdest du ihn jetzt erstmal warnen fürs nächste Jahr? Also gut, ich meine, nachdem ich ja schon so viele Fehler gemacht habe in meiner Karriere, kann ich den Patrick vor denen bewahren. Ich glaube, es geht einfach wieder um dieselben Dinge, eine vernünftige Struktur reinbringen in Training und Wettkampfplanung. Einfach nur keinen Unsinn machen. Also wenn man im Triathlon einfach keinen Unsinn macht, sondern solide arbeitet, dann kann man auch wieder auf gute Ergebnisse hoffen. Die Basis ist ja da, das ist ja schon alles in dir drin, was du trainiert hast, was du erreicht hast. Das ist natürlich keine Garantie. Ja? Dir kann auch die Kette reißen in Harvey oben, kommt kein Fahrzeug, nix, dann ist halt Rennen vorbei. Aber ich glaube jetzt nicht, dass der Patrick ein One-Hit-Wonder ist. Ja? Das sieht man ja auch, viele Athleten gehen auf die Langdistanz, haben dann ein großartiges Rennen, aber die haben dann keinen dritten Platz auf Hawaii. Also das ist schon was für ein etwas Andauerndes spricht. Weißt du, Patrick, wir wollen jetzt nicht über dich hinweg reden, über dich, als wärst du nicht da. Aber das kennt man ja auch teilweise, dass also verstehe den Vergleich bitte nicht falsch, aber so Jan Ullrich, ne? Zack, Zweiter bei der Tour, dann Sieg und ab da hat sich das für ihn zu einem Fluch entwickelt. Also wenn er dann nochmal Zweiter geworden ist, was ja wahnsinnig ist, ja, besser als alle bis auf einen, aber dann war es schon immer schlecht und das kann er ja auch lähmen, weißt du? Also was machst du, wenn du nächstes Jahr Zehnter wirst? Dann ist ja das eine grandiose Leistung. Ne? Und dass du nicht das andere das kritisieren, die vielleicht keine Ahnung haben, aber dass du mit dir selber nicht mehr zufrieden sein kannst. Außer du wirst nächstes Jahr Zweiter oder Erster. Das wird die Zeit jetzt einfach zeigen. Also ich beschäftige mich jetzt eher mit den positiven Dingen und versuche positiv zu bleiben. Und sicherlich, ich meine, man braucht da auch kein Prophet sein, dass ich sicherlich auch mal schlechte Rennen im Ironman haben werde. Darauf wird man sich auch irgendwie vorbereiten müssen. Aber ja, von der Sache her. Davon geht man mal jetzt nicht aus. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, weil du vorher noch erwähnt hast, ja, der springt dann so immer aus der Taiga. Ja. Viele Jungs bei uns fliegen unterm Radar. Warum? In Hawaii sind unter den ersten 7-5 Deutsche. Wer spricht heute von Boris Stein? Der macht ein Wahnsinnsrennen. Schnellste Radzeit. Wird Siebter auf Hawaii. Andere Nationen wären froh, wenn sie einen Boris Stein hätten. Ja, man darf nicht vergessen, der Andy Böcherer, super Triathlon-Talent, ist auf Platz 5. Es gab noch nie einen Italiener, der da vorne war. Noch nie, um ein Beispiel zu nennen. Ja. Also das heißt, wir haben einfach eine Qualität in der Spitze, die hat niemand sonst. Niemand hat so viele wie wir. Ja, und wenn du da dann mal Siebter oder Achter bist oder wenn wir jetzt irgendeinen nehmen, der Zwölfter geworden ist, ja, den sieht halt dann einfach keiner, weil vorne schon 5 Mann sind. Ja. Also da tust du dir dann schwer und dann bist du für die Insider, springst du gar nicht so aus der Taiga raus, ja, so hallo, ich bin jetzt da. Nur in der Wahrnehmung der Leute, die sich halt nicht ganz so intensiv mit der Sache beschäftigen, da bist du halt der völlig neue Mann. Ja. Wir haben hier Daniel Unger gehabt, das war auch ganz interessant, der Weltmeister von wann war das? 2007. Ich hätte fast gesagt 1997, aber da war ich noch bei Ulrich. Entschuldigung, Daniel. Ja, da war das auch so, wird Weltmeister in Hamburg, weißt du, wenn du Erster bist, ne, dann the winner takes it all, du blätterst das Heftchen durch, ganzseitig, two times you, Daniel Unger, nächste Seite wieder Unger, dann nochmal Unger, dann kriegst du ein DTU-Newsletter, Unger, ist einer, der ist besser. Ja, und Frodeno, Olympiasieger, ein Jahr später, habe ich jetzt was richtig, ja, ne, 2008, ab da, zack, Schluss, vorbei. Es reicht schon, wenn du Zweiter bist und dann ist irgendwie der Ofen aus. Fiel mir nur gerade so ein. Und wir haben gesagt, wir schmeißen uns alles an den Kopf. Ja, also mediale Wahrnehmung. Ja, das geht halt ganz schnell.
Ich meine, heutzutage erinnert sich kein Mensch mehr daran, dass Andreas Rählert ein ausgezeichneter Kurzdistanz-Triathlet war mit einem 6. und einem 12. Platz bei Olympia. Das muss man erst mal werden. Ja. Aber natürlich, jetzt mit seinen Erfolgen auf der Langdistanz und mit Frodeno und so, da war der immer so, naja, gut, der Soldat da, ja. Und was im Grunde genommen ein Witz ist. Aber das ist einfach, das ist der deutsche Fluch, dass wir einfach so viele Gute haben. Ist keine leichte Situation. Sponsorenmäßig wahrscheinlich auch alles ziemlich abgegrast, ne, mit so vielen guten Deutschen. Oder ist das eine Sache, die jetzt auf dich, rennen die dir jetzt die Bude ein? Oder gibt es überhaupt welche, die sich von selbst melden? Oder ist es immer noch selber aktiv werden, Klinken putzen, so der Job neben dem Training? Nee, das ist jetzt tatsächlich so, dass da schon einige auf mich zugekommen sind. Ja, ist doch geil, oder? Ja, das, ja. Natürlich ist es geil. Ja. Und es ist auch, ja, gibt auch ein bisschen Ruhe und sicherlich auch ein paar geile News nächstes Jahr. Das wissen viele nicht, auch von unseren Zuschauern nicht, die natürlich alles Experten sind, auch durch unser Engagement natürlich. Aber dass du kannst zu den Top 10 gehören, ja, und trotzdem lebst du, ich will es nicht sagen in Armut, aber eigentlich ist es das. Die Leute kommen klar, weil sie wahnsinnig bescheiden sind und nicht viel brauchen, außer ne, so das, was man halt braucht. Aber das macht man sich nicht klar, wie gut du sein musst, dass du da wirklich mal ein bequemes Auskommen hast. Auch der Gestalt, dass man mal zwei schlechte Jahre haben kann oder sowas. Ne? Drum betone ich das immer so ein kleines bisschen, will jetzt nicht den Teufel an die Wand malen. Nee, aber ist doch so. Ist vielleicht bei dir nicht, aber du hast ja früh einen Erfolg gehabt. Ja, bei mir war es natürlich gut. Ich bin relativ früh in Hawaii dann gut gewesen und dann habe ich natürlich davon über meine ganze Karriere hin profitiert, auch in den schlechten Jahren. Aber man muss schon sagen, also hängt natürlich auch immer an einem selber, ja, wie gut man sich auch verkauft, wie man sich bemüht, weil man darf ja nicht vergessen, die Sponsoren geben dir ja das Geld, das glauben immer viele Profis dafür, dass du hart trainierst, ja. Die geben dir das nicht dafür, dass du hart trainierst, die geben dir das Geld noch nicht mal dafür, dass du gut bist bei Wettkämpfen, du bekommst Geld dafür, weil du hilfst, Produkte zu verkaufen, das ist dein Job, viele Athleten vergessen das und was das alles dann eben mit sich bringt, klar, wenn du der Champ bist, dann wollen dich alle, das ist schon in Ordnung, aber wenn du schon Fünfter bist oder so, dann musst du etwas dafür geben und was dafür tun. Und wenn du das dann machst, dann kannst du aber auch schon Geld verdienen. So ist es nicht. Ja, also und jetzt nicht wie ein Fußballspieler, große Reichtümer, Millionenverträge, aber es reicht schon für ein gutes Einkommen. Machen wir einen kurzen Punkt und nehmen mal ein paar Zuschauer rein. Und ich sehe dabei auch mal ein kleines bisschen auf die Uhr. Und zwar schreibt Volker Dietrich aus Augsburg und schöne Grüße dahin. Hallo ihr, schreibt er, wie wird man denn Trainer von Patrick bzw. Athlet betreut von Fares? Die räumliche Nähe war es wohl nicht, habe ich jetzt was falsch gelesen. Also, wie war das zwischen euch? Die räumliche Nähe ist groß. Wie seid ihr trotzdem zueinander gekommen? Wieso bist du auf einmal jetzt der Athlet vom Fares? Kanntet ihr euch vorher schon? Wart ihr befreundet? Oder was ist das für eine Situation? Ja, also wir haben uns 2015 im Januar, Februar in einem Trainingslager kennengelernt, wo er mit dem PEWAG-Team trainiert hat und ich ziemlich alleine war und wir einfach dort zusammen Rad gefahren sind und uns ja einfach gut verstanden haben. So, das war so die erste Grundlage und danach hat er mich gefragt, ob wir nicht zusammen noch nach Fuerteventura fahren wollen und da nochmal ein Trainingslager zu zweit anhängen. Das war dann witzigerweise genau vor seinem Ironman Texas Rennen, was er sozusagen 2015 machen wollte und so kam das alles ins Rollen und trainiert zusammen, viel geredet, auch privat viel Kontakt gehabt und dann kam immer so ein bisschen dieser Running Gag auf, so ja, wenn du mal deine Karriere beendest, dann wirst du mein Trainer. Und ja, wie das halt so ist, aus Spaß wird dann ganz schnell ernst. Das Texas-Rennen war dann leider sein letztes und dann, als meine Saison vorbei war, hat er mich angerufen und gefragt. Und ich habe relativ schnell war das klar, dass ich halt dieses Angebot sehr, sehr gerne annehme. Reden wir mal nicht über Geld, sondern reden wir mal über die Arbeit. Wie stelle ich mir das vor? Also ist das, Fares, wenn du jetzt ein Training schreibst, machst du dann praktisch so Tag für Tag, wie einen Stundenplan, dass du schreibst, jetzt schwimmst du hier die Einheit und dann gehst du auf Rad und machst das? Oder guckst du auf was anderes? Worin besteht deine Arbeit? Also die Arbeit besteht in mehreren Dingen. Das eine ist natürlich mal eine Jahresplanung zu machen, die vernünftig ist, damit du dich nicht zerstörst mit zu vielen Wettkämpfen.
Das andere ist dann eben ganz normal einen wöchentlichen Trainingsplan schicken. Da steht dann drin, Montag Vormittag schwimmen, Montag Nachmittag laufen, Dienstag in der Früh Radfahren zum Beispiel. 3 Stunden und dann davon 3x15 Minuten KA oder was auch immer. Okay, also schon so detailliert. Ja, redet jetzt nicht nur über Mentales und Strategie und so, sondern das ist schon das normale, das alltägliche Trainergeschäft. Was ich aber nicht bin, ist natürlich aufgrund der räumlichen Distanz, und ich habe auch noch andere Athleten und so, dass ich stehe jetzt nicht am Beckenrand und schaue, ob er den Ellbogen hochnimmt da beim Schwimmen. Also das kann ich nicht leisten. Da ist auch dann immer die Infrastruktur des Athleten selbst gefragt. Nur die meisten meiner Athleten, also ich habe auch nur 4, die machen den Sport schon relativ lange. Und die brauchen sowas nicht. Die haben eine Infrastruktur. Die haben einen Radladen, der ihnen hilft. Die haben ein paar Sponsoren. Die haben einen Schwimmverein, wo sie mitschwimmen. So, dafür brauchen die mich nicht. Dann brauche ich auch nicht unbedingt immer ein detailliertes Schwimmprogramm zum Beispiel schwimmen, weil da schwimmen die irgendwo mit. Da geht es dann wiederum eher um einfach solide Jahresplanung zu machen. Und dann aber auch alle Trainings oder alle, sagen wir mal, leistungsrelevanten Aspekte zu besprechen. Und natürlich weiß ich auch nicht alles. Ja. Ich mache zum Beispiel keine Sitzpositionsanalyse. Ich kann zwar ungefähr sagen, oh, das schaut nicht gut aus, aber das sollen dann Leute machen, die sich darauf spezialisieren, und ich weiß dann, wo man hingehen kann. Oder es gibt Probleme im medizinischen Bereich, ja, tut hier weh, Knie und so, dann weiß ich jemanden, der dir helfen kann. Also ich bin ein Berater, aber ich bin jetzt nicht im Tagesgeschäft an dir die ganze Zeit dran. Aber er schickt dir dann zurück, nach immer am Wochenschluss, was er tatsächlich gemacht hat, und du schickst dann einen neuen Plan. Ja, lustigerweise sind die meisten meiner Athleten sind eigentlich eher so, dass ich sie frage, du, wie war's denn jetzt? Ja, jetzt schreib doch mal was. Ja. Und weil die arbeiten das dann so ab und ja, warten dann aufs Nächste so ungefähr. Und ich bin dann schon eigentlich, ich bin ja auch immer, also das gibt es ja, wenn man so Trainingsprogramme normalerweise kauft, dann kann ich so einen Online-Plan kaufen und dann darf ich einmal im Monat anrufen und darf 2 E-Mails schreiben oder so mit 3 Fragen. Das gibt es natürlich hier nicht. Das ist natürlich immer, wenn irgendwas anliegt, dann wird telefoniert, geschrieben oder sonst was. Drum, ich trainiere ja auch nur Profis, ja, und da ist das einfach was anderes. Ja. Die Leute bauen ja auch ihre Karriere darauf auf. Faris, jetzt hast du bisher jemanden trainiert, da hast du gedacht, der wird 10. wenn er ein super Rennen macht. Ja, 15. ist auch gut. Jetzt trainierst du jemanden, der will das Rennen gewinnen. Ändert sich da was? So, jetzt probieren wir es mal ein bisschen auch mit der Brechstange, zum versuchen wir den nächsten Schritt zu machen. Oder wie ist da eure Herangehensweise? Da sprecht ihr ja wahrscheinlich auch drüber. Ja gut, aber das ist ja Schmarrn. Es geht ja vor allem bei jedem Athleten um eins, es geht darum, besser zu werden. Wo der Athlet jetzt anfängt, ist völlig unerheblich. Das ist auch nicht meine persönliche Befriedigung. Ne? Ich habe einen Johann Ackermann, der hat Wahnsinnstalent am Rad, schwimmt super. Ja? Der ist jetzt noch nicht so erfolgreich auf der Ironman-Distanz. Da muss ich andere Sachen machen, um den einfach, was muss ich mit dem machen, damit er besser wird. Ja? Oder eine Caroline Lehrieder, ja, die jetzt sicherlich kein Hawaii-Winner-Potenzial hat. So, aber da geht es nur um eine Frage, was mache ich mit der, was machen wir, damit die besser wird? Und die Befriedigung kommt aus der Verbesserung und nicht darum, dass die jetzt Weltmeister werden. Das ist ja auch, kannst du auch nicht von jedem Athleten erwarten. Der muss ja was mitbringen, damit das überhaupt funktioniert. Und jetzt können wir natürlich sozusagen, die Ziele verschieben sich jetzt nach oben, aber die Arbeit ist genau dieselbe. Wir wollen besser werden. Was müssen wir machen, damit wir besser werden? Ganz einfach. Und schielst du nicht so ein bisschen auf die... Also Pete Jacobs hat ja mal gesagt, er hat einfach jetzt an dem Jahr, wo er gewonnen hat auf Hawaii, das gemacht, was man machen muss, um Hawaii zu gewinnen. Und wenn du sowas hörst, da sagst du dann nicht, Faris, schreib mal auf, was du selber trainiert hast, und ich mach das dann auch. Oder nee, was andere trainieren. Das würde im Verderben enden. Wieso eigentlich? Wir haben monstermäßig viel trainiert in gewissen Abschnitten. Also ich habe monstermäßig viel in gewissen Abschnitten meines Lebens trainiert. Das könnte ich gar niemandem aufschreiben. Also das könnte ich keinem meiner Athleten einfach zumuten, das aus der kalten Hose zu machen. Das ist unmöglich, ja. Da musst du sehr robust sein, um das durchzustehen. Es gibt natürlich Athleten, die können das, ja. Aber das wäre jetzt auch Quatsch, weil warum soll ich denn das machen? Es geht ja auch darum, wie sieht die Perspektive aus, wenn wir jetzt den Umfang steigern, ja, um 3%, um eine Zahl in den Raum zu werfen, dann ist es ja toll und wir werden Effekt damit haben. Wenn wir den jetzt um 10% steigern, ja, was machen wir denn dann in den darauffolgenden Jahren? Und so immer, ja, genau, ermüdungsfroh. Ja. Jetzt haben wir noch eine Zuschauerfrage und dann müssen wir langsam zum Schluss kommen.
Und zwar schreibt uns Dave L.E. aus Leipzig, schöne Grüße in den Osten. Hallo ins Studio, schreibt er. Laura Sophie kennen wir nun als ehemalige Triathlon-Szene-Moderatorin. Ja, die saß hier auch schon, hat ein paar Sendungen mit uns gemacht. Dann fällt sie dir in Kona im Ziel um den Hals. Wie habt ihr euch kennengelernt? Ich weiß auch nicht, wie sie da in das Ziel, in den Zielbereich reinkommt. Das ist nachgespannt. Also, Kanntest du sie vorher? Ja, ich habe sie schon öfters mal gesehen. wacht irgendwie jeden Tag, wache ich neben ihr auf. Der Patrick kann nicht frei reden, weil die Laura Sophie sitzt im Nebenraum. Ja. Mit dem Nudelholz hinter der Tür. Nee, wir haben uns hier in Frankfurt kennengelernt bei der Leistungsdiagnostik, bei IQ-Athletik, wo sie auch als Sportwissenschaftlerin arbeitet. Und ja. Und dann kam eins zum anderen. So kam das. Ja. Genau. Alles klar. Nächste Frage kommt von Terminator aus meiner Heimatstadt Freiburg und er sagt, Patrick, wurden die anderen Leute im Penaltyzelt auch für Blocking bestraft? Konntest du die Situationen sehen? Nee, wurden sie nicht. Also es gab da eine komplett bunte Mischung von Bestrafungen. Der Frederik von Lierde ist klassisch wegen Drafting bestraft worden. Bei Andy Rehlert vermutet man, dass er wegen Littering bestraft worden ist, was meines Erachtens eigentlich eine rote Karte wäre, aber vielleicht ist da auch das Fingerspitzengefühl des Schiedsrichters richtig gewesen und hat ihm sozusagen dafür eine blaue Karte gegeben. Deswegen, ich habe mit Andy über die Karte gar nicht geredet. Von daher war er bunt gemischt. Alles klar, Frage beantwortet. Kommen wir zum Schluss. Patrick, kleiner Blick in die Zukunft. Also ich denke mal, dass du fixierst Hawaii fürs nächste Jahr an als wichtigstes Ziel. Hast du schon Etappen dazwischen irgendwie identifiziert? Na, ich werde ja einen Validierungs-Ironman machen müssen. Welcher das sein wird, das wissen wir jetzt noch nicht. Es gibt da gewisse Vermutungen, Präferenzen, aber das wird dann einfach die Zeit zeigen und die Saisonplanung. Dann lass mich da die Frage anknüpfen. Willst du da ein Rennen gewinnen oder geht es dir jetzt darum, nein, ich mache da nur locker flockig so ein Validierungsding, so langsam wie es geht? Nein. Nicht? Nein, also wenn, dann schon Vollgas. Also ich glaube, mit dem Gedanken, da irgendwie mit Halbgas durchzuschleichen, das entspricht weder Fares noch meinem Stil. Und von daher, wenn ich am Start stehe, dann stehe ich fit am Start und will das Rennen auch gewinnen. Manche waren ja schon erfolgreich damit, oder? Chris McCormick ist doch auch hier in Frankfurt durch die Gegend gecruised, ist der halbe Radstrecke Oberlenker gefahren und dem war das vollkommen wurscht hier. Und dann hat er Hawaii gewonnen. Ja, aber das, jeder Ironman, das hat ja auch... Das hat Frodo gemerkt dieses Jahr, das hat der Rellert gemerkt. Jeder Eisenmann, egal ob du den in 10:30 machst oder in 8 Stunden, der kostet dich Strom. Und keiner kann bei so einem Rennen einfach irgendwie locker flockig durchgehen. Das geht nicht. Und das heißt, das ist einfach nur Zeitverschwendung. Entweder du gehst dahin und willst das Rennen gewinnen oder es ist Zeitverschwendung. Alles andere ist Quatsch. Das ist, wenn du dann natürlich qualifiziert bist und du kannst es dir erlauben, ja, dann joggst du halt irgendwie durch, damit du validiert hast. Aber letzten Endes ist es immer, kostet einfach immer viel zu viel Energie. Faris, zum Schluss, wir haben deine Karriere lange verfolgt. Jetzt zum Schluss haben wir dich eher dann gesehen als Moderator auch, beispielsweise im Ironman Frankfurt hier. Was bei den Leuten sehr gut ankommt, was man so in der Szene liest und so. Alle super, klasse, macht der Faris gut. Wie geht dein Leben weiter? Was, du machst jetzt Trainer, aber das fühlt sich ja vielleicht nicht von der Zeit her komplett aus. Was machst du den ganzen Tag über? Abhängen. Naja, ich habe 2 kleine Kinder, mit denen beschäftige ich mich dann doch auch ab und zu. Ich trainiere immer noch sehr gern, sehr viel und dann habe ich ein paar Athleten. Mehr muss ich sagen, mache ich im Moment auch nicht. Ja, das ein oder andere Rennen. Und das reicht mir ehrlich gesagt im Moment. Vielleicht gibt es noch mal die ein oder andere Möglichkeit, wie ich mir die Zeit vertreibe, aber das steht jetzt alles in der Schwebe. Aber so wie es im Moment läuft, gefällt es mir gut. Ich habe Zeit für meine Kinder, ich habe Zeit selber zu trainieren, ich habe Zeit für Athleten und das ist alles super.
hast keinen Druck von irgendeiner Seite, dass du das Gefühl hast, Mensch, deine Bekanntheit, die reicht auch nur jetzt eine gewisse Zeit lang, dann wird man dich vielleicht weniger fragen für im Fernsehen jetzt warst du bei Vox da bei einem tollen Format. Und so denkst du nicht, du musst jetzt irgendwie so dich ins Gespräch kommen. Die Franziska von Almsick, die ist jeden Tag auf der Bunden, auf der Titelseite und macht Promi-Shows. Ja, aber das entspricht einfach nicht dem, was ich machen will. Das mit Vox, das ewige Heldenformat, hat mir sehr gut gefallen. Das war wirklich sehr lustig. War auch super spannend, die Leute kennenzulernen. Wir hatten eine echt gute Zeit. Aber ich muss das nicht andauernd haben. Und wenn mir irgendwas gefällt, dann kann ich gerne das machen. Aber ich habe so viel Glück gehabt in meiner Karriere und so viel Ruhm auch, so viele Selfies gemacht mit irgendwelchen Leuten und Fans und das hat alles so viel Spaß gemacht. Ich bin zufrieden, ich bin einfach zufrieden. Ich habe 2 gesunde Kinder, es ist alles wunderbar. Also ich bin total tiefenentspannt, meine Frau ist bayerischer Beamter, Gott sei Dank, ja, die ist versorgt und insofern bin ich glücklich und zufrieden. Sehen wir dich mal so zeckmäßig irgendwie als AK-Athlet? Nein. Nein. Also haben die auch alle gesagt? Nein, ganz sicher nicht. Also Ironman mache ich garantiert nicht mehr, selbst es sei denn, irgendein Sponsor zahlt 50.000 Euro fürs SOS Kinderdorf oder sonst irgendeinen guten Zweck, dann ziehe ich mir die Badehose wieder an und stelle mich. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das mache ich dann, also für einen guten Zweck, wenn einer wirklich Geld rausschmeißt, dann mache ich das schon, aber ansonsten nicht mehr, weil ich kann es einfach nicht mehr so gut. Und dann macht es mir auch, das bringt mir einfach nichts. Ich möchte andere Rennen machen, jetzt ÖTLÖ habe ich gemacht, war eine tolle Erfahrung, super Rennen, alles wunderbar. Ich bin ein Radrennen gefahren im Frühjahr in Thailand. Solche Sachen zur Gaudi ja, aber Triathlon nein. Ich kann es einfach nicht mehr gut und das sind so viele, die sind einfach deutlich besser und jetzt sollen die das machen. Aber als AK-Athlet müsstest du da auch das Rennen nicht gewinnen? Nein, aber ich will auch dann nicht gegen irgendwelche Leute, die einen normalen Job haben, antreten, weil die tun sich natürlich dann naturgemäß schwer gegen jemanden, der einfach nie gearbeitet hat und viel Zeit hat fürs Training. Und natürlich, selbst wenn ich es nicht mehr so gut kann wie früher, kann ich es immer noch relativ gut. Aber das befriedigt mich nicht. Also es befriedigt mich einfach nicht, Leute gegen Leute dann zu gewinnen, die einfach normale Jobs haben. Okay, Patrick, ganz zum Schluss jetzt. Ich wollte dich noch vor einer Sache warnen. Und zwar, wir haben alle diese schrecklichen Bilder gesehen von Chris McCormick, der mit diesen Schwammtitten Hawaii gewonnen hat und dann nochmal ran musste, weil er einfach von sich kein gescheites Bild hatte. Und du hast ja jetzt auch den ganzen Anzug voll. Was war da alles drin? Also es war eine Couchgarnitur. Polstermöbel, dann eine Trinkflasche. Was war da drin? Ja, alles Mögliche, was ich so greifen konnte, um mich runterzukühlen. Ne? Also das hat sich in Texas schon bewährt, überall die Schwämme rein und die Schwämme dann nass machen und Eis und diese Flasche, die ist ja irgendwie legendär schon fast. Das ist ja, das kam irgendwie auch aus der Situation heraus, also aus der Not geboren, weil das als Profis dürfen wir ja eine Special Need Flasche sozusagen, also oder 6 Flaschen sozusagen abgeben und es sind 500 Milliliter drinne gewesen und ich wollte diese 500 Milliliter einfach nicht komplett auf einen Schlag sozusagen abkippen und fand es dann ganz praktisch eigentlich zwischen den Verpflegungsstationen mich nochmal extra zu verpflegen, deswegen ja, und dann wusste ich nicht, wohin mit der Flasche und hat hier im Anzug ganz gut. Der Fares ist mit Bauchpelz und der Speedo Brief hat einen Trend gesetzt oder fortgeführt. Du infizierst jetzt die Szene mit der Bottle irgendwie da in Einteiler. Ich hoffe nicht, dass es ein Trend wird. Warum nicht? Nein, ich fände es ganz schlimm. Weil warum? Ich weiß es nicht, es hat irgendwie was Komisches. Ja. Nein, man hat auch das Gefühl, die Nachbarn, die hinter den Vorhängen stehen, wenn ich zum Trainieren gehe, weißt du, wenn ich jetzt auch noch die Buddel hier habe, nachdem ich ja sowieso schon mit Kniestrümpfen wie so ein Schulmädchen durch die Gegend laufe und so. Es wird denen ein bisschen viel. Aber wenn du Hawaii gewinnst, machst du die Flaschen raus, oder? Ja, die waren jetzt auf der Zigarren auch nicht mehr drin. Alles klar, okay. Danke fürs Dasein. Bitte danke, gerne. Dass du da bist. Nochmal die Hand geben hier. Die Champions, Fares. Wir haben jetzt gleich den gleichen Weg, nur fährst auch nach München. Ja. Also halte ich rechts, gell, dass ich da durchkomme. Liebe Zuschauer, danke, dass wir das für euch machen dürfen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke an den Jörn, der drüben in der Regie die Knöpfe im Griff hatte. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Woche. Und dann mit der Hawaii-Vierten Anja Beranek und Fritz Buchschaller aus Hilpolstein. Das Ganze wie immer Donnerstag, 19 Uhr, live auf triathlonszene.de.